Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Hallo, grüß Gott. Also ich bin nicht der Florian Streibel, aber wenn ich Sie mit grüß Gott begrüße. Mein Name ist Gabi Schmidt und ich bin die Kinder- und Frauenpolitische Sprecherin der Fraktion. Und ich darf im Auftrag meiner Kolleginnen und Kollegen einfach heute erzählen, was wir, was ich und was andere gesehen haben bei dem großartigen Engagement der Ehrenamtlichen zur Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine. Und was Sie vielleicht auch daran teilhaben können. Also wir haben uns Erstaufnahmen angesehen am Bahnhöfen mit großer Hilfsbereitschaft von Helfern. Wir haben Kommunen erlebt, die aufrufen, Menschen aufzunehmen. Und was ich draußen gesehen habe, sind vor allem Frauen, Kinder und alte Leute. Und deshalb spreche ich gerade Sie als Frauen unter unseren Zuseher und Zuhörer an. Ich glaube, wir haben genau für diese Flüchtlingskrise den allerbesten Blick. Es sind vor allem Frauen mit vielen kleinen Kindern unterwegs. Es sind Frauen mit Senioren unterwegs und wir alle wissen, was das für ein Aufwand ist, was das für Betreuung braucht bei beiden Personengruppen. Und ich bin der Meinung, dass jede von uns vor Ort einfach Großartiges leisten kann, weil wir als Mütter, weil wir als Frauen solidarisch einen Blick haben würden. Also ich sage Ihnen jetzt einfach, was ich mir so überlegt habe. Ich denke, wir sollten einfach mal durch unsere Bestände gehen und schauen, wo Babyflaschenwärmer noch im Bestand sind, wo Kinderbetten noch da sind. Weil die Menschen werden nicht nur in die Erstunterbringungen bleiben, sondern sie werden ein Teil unserer Gesellschaft die nächsten Monate und ich hoffe nicht länger und die nächsten Jahre sein. Man muss immer lobend anerkennen, dass die Ukrainer sich als zum Schutz der Demokratie zwischen uns und Russland stellen. Das habe ich in den ganzen Friedenszeiten komplett vergessen gehabt. Auch ich und viele andere haben diese Verzinsung des Friedens vielleicht ganz gut verlebt und haben da nie an schlechtere Zeiten gedacht. Und deshalb wäre es jetzt gerade wichtig, wenn wir diesen Frauen und den Kindern und den Jugendlichen und den alten Menschen helfen könnten. Bitte bringen Sie sich doch vor Ort ein und an alle Frauen da draußen. Sie haben einen Blick dafür, sind Sie dabei, wir können das. Und das ist jetzt, denke ich mal, so was, wo wir Frauen gefragt sind. Und deshalb sitze ich heute hier für meine Fraktion und im Voraus schon herzlichsten Dank an Sie. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.